Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Sashi und das hier ist der Daniel und wir erzählen euch heute was über den 4. Oktober. Und am 4. Oktober haben wir ein Geburtstagskind, ein ganz, 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 ganz nettes Geburtstagskind. Es ist Christoph Waltz. Christoph Waltz, genau. Ich will gar nicht lange drum rumreden. Ja, Christoph Waltz. Ja, einer der beliebtesten Schauspieler Österreichs und... Also ich kenne ihn eigentlich aus einer so einer Serie von früher, ich weiß nicht mehr genau, wie die hieß, so Art wie Büro, Büro, kann es sein, Büro, Büro? Ja, irgendwie sowas, das genau. War so meine Kindheitserinnerung an ihn. Und dann habe ich ihn erst wieder auf der Uhr mit Django Unchained, obwohl er so viel inzwischen gemacht hat, nachdem ich hier so ein bisschen über... Vor Django hat er ja noch Dings, Inglourious Basterds. Ja, das war natürlich Paraderolle, also... Und dann James Bond Bösewicht gemacht und Spectre, den ganzen Käse. Genau, ja. Ja, ja. Also da war er auf einmal war er in Hollywood, ja, plötzlich. Ja, aber er hat auch immer gesagt, auch wie er noch in Deutschland, Österreich, irgendwie hat er auch den Roy Black gespielt, so nebenbei. Okay. Was ein Käse. Ein Golden Globe und ein Oscar? Ja, aber er hat auch immer gesagt, ich kann was und aus mir wird was. Ja. Und da kann er irgendeinen Blödsinn da irgendwie spielen, das ist ihm total egal, irgendwann wird was draus. Ja. Ja, ist auch so was draus geworden, so nebenbei. Quentin Tarantino hat sofort erkannt, das Potenzial in ihm. Steckt. Ja, aber wir haben heute noch ein Geburtstagskind. Pass auf. Sag's an. Geburtstagskind heute ist die Tanja. Tanja, meine Joggingpartnerin ab und zu mal. Muss ich kennen. Ja, ich sag hier, hallo Tanja, alles Gute zum Geburtstag. Ein Tag nach der Tag der Deutschen Einheit. Noch betrunken wahrscheinlich, die Tanja. Aber wenn du heute joggst, nicht mit mir, ich mache hier Sendung. Okay. So, zack, dann jetzt hast du es. Ja. Und am 4. Oktober ist auch... Der erste Satellit, die Sputnik 1, von der Sowjetunion in die Umlaufbahn geschossen worden. Das war am 4. Oktober 1957. Okay. Jetzt guckst du blöd, ne? Ich kann dir eins sagen, am 4. Oktober ist Nationalfeiertag in Lesotho. Alles andere ist doch unwichtig. Oder? Ach so, das ja stimmt. Ja. Alle Fans aus Lesotho. Grüßt euch. Hier. Und schön feiern, immer alles anklicken. Schön feiern. Die ganzen Videos gucken und so. Immer Daumen hoch aus Lesotho. Das sind wir ja gewohnt. Ja. Und am 4. Oktober 1830 hat in Brüssel die provisorische Regierung von Belgien die Unabhängigkeit von den Niederlanden proklamiert. Wow. Das heißt, die wurden unabhängig am 4. Oktober, aber die Niederlande hat es auch erst 9 Jahre später anerkannt. Das heißt, 1930 haben die das erklärt und 1830 haben die das erklärt, die Belgier, und 1839 haben die Niederlande erst das anerkannt. Scheiden tut weh. Ja, ist ja so. Genau. Ich sage an dieser Stelle Cheerio, Miss Sophie, wir sehen uns morgen wieder. Das war Daily, deine Tagesdosis Angeberwissen.